Wusch! Und herzlich willkommen zu meinem nächsten Fast Daily Vlog. Heute kochen wir mal wieder. Und zwar kochen wir heute Wasser für Tee. Ja, heute zeige ich euch, wie man Tee kocht. Für viele, die es nicht wissen, dafür brauchen wir erstmal kochendes Wasser. Es hat gerade eben schon gekocht, es wird gleich fertig wieder kochen. Also könnt ihr mal reinschauen. Wow, Wasser, was kocht und ein bisschen Kalk. Cool. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Tasse. Da haben wir natürlich ein bisschen Auswahl. Da müssen wir uns erstmal eine raussuchen. Wir können jetzt natürlich hier so eine farbenfrohe Tasse nehmen. Oder hier mit irgendwelchen Motiven, aber ich glaube, wir nehmen einfach die triste graue Tasse. Hier schön grau mit Palme drauf und Elefant. Cool. Da haben wir schon mal die Tassen. Jetzt brauchen wir nur noch Tee. Und für Tee, ja, da müssen wir uns erstmal ein paar raussuchen. Da haben wir ein paar. Was haben wir denn hier? So, komm, wir suchen einfach ein paar raus. Wir nehmen hier den Ruhe- und Entspannungstee. Oh, falls wir ruhig und entspannt sein wollen. Körper und Seele, Harmonie für gesunde Abwehr. Oh, falls wir ein bisschen Abwehr brauchen. Oder einfach am Kamin chillen wollen, Kaminabend. Oder was haben wir hier noch? Weisheit des Herzens. Ja gut, falls unser Herz mal wieder ein bisschen weiser sein muss. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ich meine, alles, was auf den Tees draufsteht, das passiert natürlich auch. Also wenn ich den trinke, dann wird mein Herz weiser. Hier werde ich natürlich auch entspannt und ruhig. Ich meine, die Produkte lügen ja nie. Aber ich glaube, ich will den Kaminabend mal ausprobieren. Was ist da drin? Was ist da drin? Rotbuschmischung mit Orangen-Zimt-Marzipan-Aroma. Okay, das klingt sehr exotisch. Aber da sind eher andere Sachen drin. Sterne. Ach komm, nehmen wir den Ruhe- und Entspannungstee. Das kann nie schaden. So, zack. Müssen wir das Wasser nochmal zum Kochen bringen in der Zeit. Muss ich versuchen. Und wenn ich zitter, liegt es daran, dass ich ein Handy mit einer Hand halte. Ich habe keine Kamera. So, zack. Und dann zeige ich jetzt, wie man Tee kocht. Also man braucht diesen Teebeutel. Und dann einfach das Wasser rein. Ich hoffe, meine Kamera beschlägt jetzt nicht mehr Wasser. Die Tasche muss voll. Ja, und Leute, so macht man Tee. Wow! Habt ihr was gelernt? Und ja, ist doch cool. Und ein bisschen mehr Tee. Müssen den Rest zurückmachen. Und dann hoffe ich, habt ihr natürlich was gelernt. Ich hoffe natürlich, ihr habt hier was gelernt. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr das schon davor wusstet. Ich meine, wie mein Tee macht, das schon ganz schön krass. Aber das war hier ja nur ein Casual Tee Guide. Hier die ganzen Profi-Sachen hier mit eigenem. Dann haben wir da was. Haben wir da was drin? Hier mit eigenen Teemischungen. Oder sich zusammenstellen, das ist ja zu profihaft. Das gibt es bei mir nicht zu sehen oder hier mit Teekanne und so Zeug. Ja, ich mache das noch ganz. Ja, ich bin ein Amateur, ich bin ein Teeamateur. Profi-Tipps haben wollt, müsst ihr woanders vorbeischauen. Na gut, das war mein Fast Daily Vlog. Wusch!